Da soll ich vielleicht nicht runtergehen. Ein edler. Nein, das ist. Ich suche Öl zum Schmieren. So, mach auf. Hier kommen wir runter, das wissen wir ja. Ein hölzernes Skelett. Ich suche Öl. Aber jetzt muss ich runter. Nein, darüber. Die Holz, der Mechanismus ist. Wie eingerostet. Habe ich irgendwie was? Nein. Das ist doch scheiße. Ich gehe jetzt mal hierher. Hier kann ich nichts machen. Holzwände. So, hier bin ich wieder da, okay. Ne, das ist schon so in Ordnung. Ich suche nur jetzt Öl. Nein, lieber nicht. Okay. Ich weiß absolut nicht, wo das Öl ist. Deswegen. Ja. Wieder. Ah ja, kurz hier gucken gehen. Die Regale sind. Okay. Was bringen wir denn in die Regale? Ein E. 5 Bretter, okay. Nein. Okay. Ja gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, und da bin ich wieder und jetzt, ja, hier. Erstmal gegen den Kopf hauen und dass wir das nicht gesehen haben. Ich nicht gesehen habe. Ihr habt es bestimmt schon dreimal gesehen. Da. Passt diese mal. Diese Tatsache. Eine Puppe? Sie sieht neuwertig aus und kann erst vor kurzem. So. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Der Abtretungsvertrag des Jahrmarktes, unterschrieben vom armen Ferguson. Moriarty hat ihn dennoch nicht verschont. Vielleicht kann ich diese. Ja, du kannst die gebrauchen. Jeder weiß wofür. So, wie muss es aussehen? Das muss,
Noch ein nach unten. So. Ja, komm, mach hier. Ist mal ein Stück hoch. So. Das muss ein Stück nach unten. Das hier muss ein so. Das muss gerade. Das muss nach oben. Und das hier muss gerade. Bestätigen. So. Wie simpel. Das Gewehr ist alles, was... So. Was haben wir jetzt aufgenommen? Jawohl. Nichts mehr, okay. Passt mal jetzt auf. So, Flasche haben wir. So. Was haben wir denn hier mit? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht tun. Warum denn nicht? Das. Ich muss auf jeden Fall aufs Brett. Das kann ich nicht. Ja, was denn sonst? Das kann ich nicht. Habe ich sonst irgendwas noch hier? Ich brauche. Was brauchst du denn? Das kann ich. Ey, will der mich jetzt irgendwie böse verarschen? Das kann ich. Ich will da hinten nur rüber. Okay.
Achso, ich muss vielleicht runter. Ja, okay, das kann natürlich sein. Kann natürlich wirklich gut sein. Achso, ich habe eine Idee. Ich muss einfach diese Tür wieder da zurückklappen. Ist wo noch mal gewesen? Ja, da war das Brett. Das kann ich nicht. Was? Hä? Was muss ich denn sonst tun? Ey, der verarscht mich doch. Jetzt müsste es doch klappen. So. Ich brauche. Was brauchst du denn? Ich brauche. Was konnte er brauchen? Noch ein Brett? Von mir aus. Ich brauche. Da haben wir doch noch ein Brett. So. Gut. Lauf. Lässt sich nicht. Klar, lässt sich das öffnen. Da sind wir jetzt hier drin. Hilfe. In der Lagerhalle. Ah. Rufen wir an. South London Telefonvermittlung. Mit welcher Nummer darf ich Sie verbinden? 1313 Scotland Yard. Bitte beeilen Sie sich. Einen Moment. Lestrade am Apparat. Hier spricht Sherlock Holmes. Holmes, Sie sind am Leben. Brillant geschlussfolgert, Lestrade. Hören Sie mir bitte genau zu, ich komme gleich zur Sache. Moriarty hat in London 4 Bomben platziert, die jeden Moment detonieren könnten. Sie müssen sie unbedingt finden und entschärfen.
Warum sollte ich Ihnen Glauben schenken? Die Polizei des gesamten Königreichs fahndet nach Ihnen. Sie hat nach mir gefahndet. Nachdem man mich für tot erklärt hat, haben sie die Fahndung schließlich eingestellt. Und die Tatsache, dass ich Sie gerade angerufen habe, dürfte Anlass genug sein, an meiner Schuld zu zweifeln. Sie müssen die Suche nach den Bomben sofort veranlassen. Sie haben wohl recht. Wo sollen diese Bomben sein? Im Buckingham-Palast, im House of Commons, in der Bank of England. Und was die letzte Bombe betrifft, gut möglich, dass Sie darauf sitzen. Scotland Yard? Ja. Mobilisieren Sie alle verfügbaren Beamten und finden Sie die Bomben. Aber rühren Sie sie ohne Anweisungen zum Entschärfen nicht an. Glücklicherweise werden diese Gebäude sowieso schon von einem starken Polizeiaufgebot bewacht. Wie lauten die Anweisungen zum Entschärfen? Genaueres wissen wir noch nicht, aber Watson arbeitet daran. Bleiben Sie in der Nähe des Telefonapparats. Ich rufe Sie sofort zurück, sobald wir mehr wissen.